Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim auf der Switch. Ja, wir sind beim letzten Mal hier in den Sydnam Minen gewesen und sind wir immer noch. Und wir müssen uns jetzt nochmal die Geschichte von Brad anhören. Und ja, den laufen wir jetzt mal entgegen. Der muss hier unten irgendwo in der Mine rumlungern. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Ist er. Greift in meiner Gegenwart nicht nach einer Klinge, sonst werden wir es beide bereuen. Madanach hat mich gebeten, euch an. Meine Geschichte? Jeder in der Sydnam-Mine hat eine Geschichte zu erzählen. Erzählt zuerst eure. Wann habt ihr zum ersten Mal Ketten um eure Handgelenke gespürt? Wann war das? In Helgen. Dann wisst ihr ja, was es bedeutet, sein Leben in fremden Händen zu wissen. Das stimmt. Was gibt ihnen das Recht, darüber zu entscheiden? Steht ein Urteil nicht allein den Göttern zu? Das stimmt auch. Habt ihr Familie? Jemanden, der draußen auf euch wartet? Ja, aber sie sind weit von Himmelsrand entfernt. Ich habe Freunde, sind die einzige Familie, die ich brauche. Ich hatte einst eine Tochter. Sie hätte dieses Jahr ihren 23. Geburtstag gefeiert. Mit einem hitzköpfigen Silberarbeiter verheiratet. Vielleicht auch alleinstehend und dabei die Kräuterkunde zu lernen. Den Nord war egal, wer sich am Aufstand der Abgeschworenen beteiligt hatte und wer nicht. Ich hatte einmal mit Madanach gesprochen. Das reichte schon. Aber meine kleine Aethra wollte nicht, dass ihr Papa fortging. Sie bat den Jarl stattdessen, sie mitzunehmen. Und nachdem sie mich zusehen ließen, wie ihr Kopf vom Richtblock rollte, warfen sie mich trotzdem hier rein und ließen mich ihr Silber ausgraben. Meint ihr, eure Geschichten rechtfertigen die Morde? Sag mal, tut mir leid, was ihr... Euer Mitleid sollte eher meiner Tochter gelten. Ich bin nichts als ein armer Abgeschworener und bedauere nur, dass ich nicht mehr Nord getötet habe, bevor sie mich erwischt haben. Meint ihr, eure Geschichten rechtfertigen die Morde? Ich bin nicht Madanach. Ich war nie Anführer der Abgeschworenen. Der einzige Ärger, den ich rechtfertigen kann, ist mein eigener. Aber jede Familie in Reach hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen wie ich. In diesem Kampf gibt es keine harmlosen Zuschauer. Nur Schuldige und Tote. Okay, dann gehen wir jetzt mal weg von ihm. Also gut. Zurück. Ups. Komm mal. So richtig schlimm sieht es hier in der Mine eigentlich nicht aus. Man, hier, guck mal, da sitzt ein bisschen rum. Der hämmert ein bisschen. Also richtig schlecht geht es ja auch nicht, ne? Müssen wir nicht anstellen. Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Uail zurückgelassen. Jo. Ja, oder ist er? Fangen wir nochmal mit ihm. Mal danach. Erinnert ihr euch noch an die Sonne? Denn ihr werdet sie vergessen. Schon bald. Ich habe mit Brad gesprochen. Ach, stellt euch vor, eine solche Geschichte zu hören. Wieder und wieder. Jedes Mal eine andere Familie. Jedes Mal eine neue Ungerechtigkeit. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie fern ich dem ganzen Kampf gewesen bin. Meine Leute und ich sollten in den Bergen sein und kämpfen. Helft ihr mir also bei der Flucht? Ja, aber ich brauche von euch einen Beweis eurer Loyalität. Ich brauche keine Klinge im Rücken, wenn wir ausbrechen. Habt ihr Griswa, den Unglücklichen, schon kennengelernt? Er trägt seinen Namen zurecht. Und außerdem ist er ein Dieb und Informant. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. Kümmert euch um ihn und dann können wir die Sydnam-Mine ein für alle Mal verlassen. Ohne Messer kann ich Griswa nicht... Ah, hat Borkul euch eure abgenommen, als ihr hereinkamt? Auch gut. Nehmt die hier. Will gar nicht mehr wissen. Denkt daran, ein Mann, das waren die Taten, die euch eingesperrt haben. An der Taten. Soll ich direkt hingehen und den Typen mal kurz killen? Nicht. So. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also Grab. Ne, wir gehen jetzt hin und sind mal. Ich soll euch vom Madanach grüßen. Ist auch ein cooler Spruch, ne? Was? Nein! Bringt mich nicht um! Bitte! Nun ja, ist wohl weggelaufen. So, noch aus. Hier, die guten.
zurück zu Herrn Brake. Zu Mada nach meinen. Als ich erwischt wurde, habe ich du hast deine Tochter zurückgelassen. Reicht's auch, ne? Mit dem Mitleid. Oh. So, Loyalität bewiesen. Blut an meinen Händen. Ihr gehört endlich zu uns. Kommt mit mir. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich euch und euren neuen Brüdern meine Pläne verkünde. Okay. Folge, Mann. Dann plündere ich schnell seine Truhe. Und ich bin an. So, folgen wir ihm. Das ist aber schnell. Klingt zu Fuß, der Gute. Bin schon alle bereit. Was ist los, Madanach? Ihr würdet den alten Grieswahn nicht töten lassen, wenn ihr ihn noch brauchen könntet. Meine Brüder, wir sind lange genug hier gewesen. Es ist Zeit, die Sidna-Mine zu verlassen und unseren Kampf gegen die Nord fortzusetzen. Auf der anderen Seite dieses Tores, direkt neben meinen Wohnräumen, ist ein Tunnel. Ein Tunnel, der direkt durch die alten Zwergenruinen von Markarth in die Stadt führt. Nun, was sagt ihr, meine Brüder? Reach gehört den Abgeschworenen. Ich sage, ihr habt euch eine frühe Begnadigung verdient. Gehen wir. Bin bereit. In den Tunnel. Los. Hier. Endlich durch. Ich muss auch irgendwo meine Sachen wiederbekommen. Hoffen wir mal, dass wir unsere Sachen wiederbekommen. Hier nur mit Messer rum. Okay. Die ist auch hier im Weg, der andere Typ. Wer ist denn das? Alter, was hältst du mich denn hier ab? Oh, vorbei. Ah. Was war das? Hinter ihm her. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was denkt ihr, was ihr da macht? Hey, ach Mann, das gibt's doch gar nicht. Warum könnt ihr nicht denn jetzt? Ich war jetzt nicht versehen. Ich wollte euch nicht töten. Was bringt ihr jetzt nichts? Ich muss mich aber umbringen lassen. Hier ist niemand. Doof, ne? Man kommt natürlich, wenn ich natürlich mit meinem Zauber da hier rankomme und die berühre, meinen sie natürlich gleich, ich will sie töten. Wollte ich natürlich gar nicht, aber nimm nicht mal die Spack. So, ne? Warte mal. Warte, ich hab ne Idee. Muss man danach? Lauf vor. Na komm. Wir gehen beide den Weg. Cool. Na komm. Hier würde ich über Spinnen. Muss aufpassen. Was war das?
mich nicht an. Ein bisschen, ich versuche mal nicht so viel einzugreifen. Ich glaube sonst... Hier drüben! So, der Roboter gleich noch erledigt. Ohne dass ich wieder jemanden treffe hier. Da machen wir mal lieber ein bisschen schnelle Heilung hier. Boah, du Oberkern, der steht immer im Weg, ne? Der steht immer im Weg. Okay, die anderen sind schon... Madana, ich habe gebracht, wonach ihr gefragt habt. Gut gemacht. Macht euch bereit, während ich mich kurz mit unserem Lieblingsfremdling unterhalte. Eine komplette Rüstung wiederbekommen, der Sack. Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Ihr macht euch besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Etwas, um euch an mich zu erinnern. Dankeschön. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt? Ich lasse ganz Markart wissen, dass ich zurückgekehrt bin. Keine Sorge wegen eures Namens. Nach dem heutigen Tage werden sie wissen, wem sie die Schuld geben und wen sie fürchten müssen. Es wird Jahre dauern, aber ich werde die Abgeschworenen neu organisieren. Wir werden unser Land zurückfordern und wenn wir wieder an der Macht sind, werden wir Frieden haben. Ein Königreich. Bis dahin lasst mich eine Warnung aussprechen. Nehmt euch vor den Abgeschworenen in Acht. Kein Ort in Reach ist jetzt mehr vor uns sicher. Gut. So, wir müssen einmal kurz weiß nicht. Macht ja nichts, wir können mal die Messer wegbringen. Egal, wir müssen jetzt ein bisschen... Gut. Und, wir müssen noch gucken. So. Da halt. Hat er alles. Magiker, das ist gut. Immer war ich immer noch. Okay. Pack unsere Waffen. Geht's raus. Zack, ab nach Markart. In Alchemielaboren können Zutaten zu nützlichen Tränken und tödlichen Giften verarbeitet. Bekehrt. Trotzdem habe ich das ungute Gefühl, dass hier draußen man trotzdem nicht so herzlich willkommen ist, obwohl man jetzt den Leuten geholfen hat. Mal schauen. Was ihr meiner Familie angetan habt. Eurer Familie?
Ihr habt Reach lange genug mit eurem besudelten Silber vergiftet, Tona. Los geht's! Ja. Zum Helfen? Ich, ne? Okay, wir müssen kurz sein mit euch. So, bevor die jetzt mal rumkämpfen, was machen? Klar und deutlich. Ja, jetzt natürlich irgendwas anderes machen. Was machen wir jetzt? Tanzfälschung. Ich habe das Geschenk von Gustav Silber im Makat gefälscht. Das müssen wir als nächstes machen. Okay, zack. Können wir da nicht auch einfach. Warte hier. Zeigt er mir den Pfeil jetzt nicht an. Normalerweise zeigt er mir. Oder funktioniert das nicht, solange man hier. Weiß es nicht. Ah, ich kann nämlich Geld klauen. Verwandeln. Was hin? Wo ist die Karte? Dann weiß ich ja, wohin. Ehre zu Delvin zurück. So, passt doch! Ich schau mal, ich bin gerade nicht ganz so bei der Höhe, weil ich nicht genau weiß, wo ich hin soll. Hier? Ich würde denn hier gewesen sein, ne? Nicht. Ein Quatsch. Kannst du mal sehen, wie verwirrt ich bin. Als man zu lange Pausen zwischen den einzelnen Episoden hat, da weiß man nicht mehr ganz genau, wohin man soll. Dann steckte also Madanach hinter diesen Morden. Mögen die Götter uns beistehen. Gut, da wir jetzt ja hier sind, Delvin kommen, hier aus jetzt der Karte. Zurück. Denn das noch. Gott, Leute, ich bin so planlos hier. Ich war wieder zurück in die blöde Stadt, aber. Fuck, oder warum zeigt er das nicht an? Oder sehe ich das an? Das doch zu sehen bekommen. Nervt mich jetzt. So. Leute, wie hießen das?
Da! Oh, hier ganz unten. Was ist das denn bitte da? Wie bescheuert ist das denn bitte da? Ah, hätte man einen Pfeil, da müsste ein bisschen mehr. Na egal. Jetzt sind wir ja dahin. Werden mit ihm gehen und sehen, was er. Beziehungsweise den anderen Auftrag haben wir auch noch nicht erledigt mit den Bienenstöcken. Müssen wir auch noch machen. Wir können ja schon mal das abgeben, nur um herauszufinden. Spannend. So. Gut, dass man nicht durch die ganzen Katakomben mehr laufen muss, sondern den Nebenausgang hat. Sehr, sehr nervig. Hättet ihr kurz Zeit? Ich wollte euch etwas sagen. Eine Rune, kannst du nach hinten reden? Kommt mal kurz her. Ich hab keine Zeit für dich. Gleich machen. Von den Ladezeiten her ist in das Spiel. Lohnt das man. So, Delvin. Nehmt euch ab. Habt ihr Probleme? Die Landfälschung ist erledigt. Ich könnte euch den ganzen Tag lang loben. Aber Geld ist euch lieber, oder? Bin bereit für extra. Gutes Timing. Habe gerade neue Kunden akquiriert. Hier irgendwelche Bildungsaufträge? Wir haben vor, eine Warensendung dieses Geschäftes so umzuleiten, dass sie den Verlust erst gar nicht bemerken. Wollt ihr den Auftrag übernehmen? Sehr gut. Hier ist euer Auftrag. Begonnen die Bilanzfälschung. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Enttäuscht uns nicht. Was können wir machen? Laut und deutlich. Gut, das Ganze werden wir aber das nächste Mal machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis Alle dahin. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Tschüss.